Er distanziert sich, weil du etwas falsch gemacht hast. Dann mach das. Willkommen zu diesem Video, zu dir spricht Sergey Linz. Und immer wieder lese ich in den Kommentaren zu meinen Videos solche Sachen wie: Das hätte ich so gern früher gewusst, oder vor einem halben Jahr, oder vor einem Monat, oder vor 2 Wochen wäre das Video genau perfekt für dich, aber jetzt ist es zu spät. Was tun? Ja, und oft lese ich so eine gewisse Verzweiflung daraus, so eine gewisse, ja, so ein gewisses Resignieren. Wobei bei manchen Sachen tatsächlich oder bei vielen Situationen tatsächlich ja, das Ganze wieder rückgängig gemacht werden kann. Und es geht nicht nur darum, dass du etwas tust, um das wieder rückgängig zu machen, sondern es geht um etwas anderes, was ich dir in diesem Video verraten möchte. Und wenn du in so einer Situation schon mal warst, ja, die du gerne rückgängig gemacht hättest in der Kommunikation mit einem Mann, oder wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann gib diesem Video gerne ein Like, abonniere diesen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere die Glocke, um informiert zu werden, wenn neue Videos von mir rauskommen. Es ist tatsächlich so: Manchmal kann man Dinge wiedergutmachen. Manchmal kann man sie bei der nächsten Beziehung oder bei der nächsten Begegnung, ja, besser machen. So ist unser Leben. Es entwickelt sich, es fließt, es drückt sich durch uns aus und manche Dinge bleiben, manche Dinge gehen. Das ist ein Gesetz des Lebens. Es ist weder gut noch schlecht, es ist einfach so. Es ist weitaus besser und weiser für uns, mit dem Leben mitzuschwimmen, mit dem Strom mitzugehen, anstatt gegen das Leben anzukämpfen. Und ja, in gewissen vergangenen Momenten zu leben, ja, so reuemäßig. Reue ist immer, ja, ein Energieleck. Ja, es ist ganz gut in der, so in den ersten paar Minuten, wenn man bemerkt, ja, was wir verbessern können, was wir besser machen können, was wir falsch gemacht haben, damit wir daraus lernen. Ja, das ist der Sinn und Zweck der Situationen, wo wir uns falsch oder unbewusst verhalten, ja, und wo wir Dinge machen, von denen wir es später bemerken, dass sie nicht so optimal waren. Ja, was sich negativ auf unsere Beziehung auswirkt, ja, oder auf die Beziehung zu diesem einen Mann, ja, mit dem du dich gerade triffst. Ja, und dann passiert etwas und er geht auf Distanz. Was macht man in diesen Situationen? Nun, viele Frauen versuchen, ja, das Ganze wieder gut zu machen, indem sie versuchen, dem Mann hinterherzulaufen, indem sie versuchen, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, dem Mann irgendwie gefallen zu wollen. Und sie bemerken nicht, dass je mehr sie investieren, desto mehr zieht sich der Mann zurück. Ja, desto unausgeglichener wird diese Balance zwischen, ja, mein Interesse für ihn und sein Interesse für mich, ja, wenn ich jetzt du bin. Und wie gesagt, es ist nicht die beste Herangehensweise an diese, ja, an die Sache. Du musst ihm nichts beweisen. Du musst ihm nicht, ja, vor allem nicht aus diesem Zustand der Verzweiflung, dieser Angst, dieser Verlustangst heraus zu agieren, weil alles, was du in diesem Zustand machst, ist per se falsch. Alles. Das bedeutet, der erste und wichtigste Punkt, ja, nach einem Streit oder nach ja, nach einer Situation, wo er auf Distanz gegangen ist, wo du merkst, hey, hoppla, da habe ich ein bisschen, ja, da habe ich den Bogen ein bisschen überspannt, ja, jetzt ist das Ganze vielleicht zu spät. Das erste und wichtigste, ja, besteht darin, dass du deinen Zustand optimierst, deinen eigenen Zustand und nur aus ihm heraus weitere Schritte machst. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er möchte mit deiner Frau sein, mit deiner Frau zusammen sein, die gut drauf ist, deren Zustand, naja, auf einer gewissen Höhe ist. Wenn dein Zustand angstvoll ist, wenn dein Zustand extrem gestresst ist, dann solltest du aus diesem Zustand nicht mit ihm kommunizieren. Punkt. Ja, weil diese Panik in deinen Augen, diese Nervosität wird eher dazu führen, dass er auf Distanz geht. Ja, ganz egal, was vorgefallen ist, aber das ist nicht der richtige Rahmen,
um wieder den Connect zu ihm zu suchen. Ganz, ganz wichtig, dass du zuerst einmal deinen Zustand wieder normalisierst. Durchatmen, nachvollziehen, die Welt geht nicht zu Ende. Ja, ich lebe, ich existiere, er lebt, er existiert. Das bedeutet, alles ist okay. Jetzt geht es nur um Kleinigkeiten. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn du dafür ein paar Stunden brauchst, vollkommen in Ordnung. Wenn du dafür ein paar Tage brauchst, auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass du nicht aus diesem Lower Self mit ihm kommunizierst oder anfängst, irgendwie aus dieser Panik, aus dieser Verlustangst heraus, ihn 20 Mal am Tag anzurufen, ihm 300.000 SMS am Tag zu schreiben, wie leid das dir tut und so weiter und so fort. Das wird das Gegenteil von dem bewirken, was du willst. Weitaus besser ist es, ja, nachdem du deinen Zustand einigermaßen optimiert hast, dass es dir gut geht, dass du dir nicht den Kopf darüber zerbrichst, nein, was habe ich falsch gemacht. Dass du mit ihm ein Gespräch suchst, ja, und sagst, hey, lass uns reden, lass uns treffen, spazieren gehen, ja. Und dann ganz, ganz wichtig, dass du eine Technik anwendest, die ich dir gleich verrate. Ja, und zuvor, wie gesagt, bevor du diese Technik machst, ja, ist es ganz wichtig, eine Sache zu wissen. Der Gedanke daran, dass es für immer vorbei ist, ist nur ein Gedanke. Er hat nichts mit Realität zu tun. Das bedeutet, du musst diesem Gedanken nicht glauben, vor allem nicht in diesem extrem angespannten Zustand. Ja, dass jetzt eine Connection zwischen euch weggeht und vielleicht wird sie nie wieder sein. Ja, da entstehen sehr oft Verlustängste, die dir die Sicht auf die Realität vernebeln. Ja, das bedeutet, es kann alles sein, aber die beste Option wird eintreten, wenn ich gut drauf bin, wenn ich mich selbst so annehme, dass wir alle machen mal Fehler, nicht alle können alles immer richtig machen. Und das Zweite, dessen du dir bewusst sein solltest, ja, bevor du wieder Anschluss suchst an ihn, ist, dass sehr häufig diese Distanzreaktion ein Zeichen dafür ist, dass er wieder ja, seinen Selbstwert in deinen Augen sehen möchte. Ja? Zum Beispiel, ja, damit du verstehst, was ich meine. Ihr habt euch gestritten, du hast ihm irgendwelche Sachen in den Kopf geworfen, du hast ja, diese verbotenen Worte nie und immer ja, genutzt. Ja, du machst das nie, du zeigst nie, dass du mich liebst, du schickst mir nie SMS, ja, oder immer machst du das und das falsch. Ja, das sind alles Dinge, die einen gesunden Menschen sofort dazu bringen, die Grenzen zu schließen, ja, und auf Distanz zu gehen, weil das ein Vorwurf ist, der ja, viele Aspekte außer Acht lässt. Ja, selbstverständlich macht er ab und zu diese Dinge und ab und zu macht er das nicht. Ja, das bedeutet, wenn er immer alles falsch macht und nie alles richtig, was zur Hölle hast du mit diesem Mann verloren? Was hat der Mann in deinem Leben verloren? Ja, aber oft versuchen wir in Gesprächen, die etwas emotional aus dem Ruder laufen, die teilweise extrem aus dem Ruder laufen, eine gewisse Position herzustellen, damit er anfängt, sich vor mir zu rechtfertigen oder damit ich so viel Druck auf ihn aufbaue, psychologischen Druck, dass er brav, lieb und vor allem bequem ist für mich und das tut, was ich will. Das sind Dinge, die unterbewusst passieren und wir checken sie meist erst, wenn die Situation vorbei ist und wenn da viel, viel mehr Distanz drin ist, als uns lieb ist. Ja, wo all diese früheren Probleme längst vergessen sind oder nicht mal so viel Belang haben. Ja, jetzt geht es nur darum, die Connection zu retten, die Situation zu retten. Ja, das bedeutet, wenn er auf Distanz geht, keine Panik, keine Angst. Das ist ein Ausdruck seiner Emotionen in diesem Augenblick. Er braucht diesen Raum, wo er sich schützt vor gewissen Vorwürfen, vor gewissen Angriffen. Das bedeutet nicht, dass die Sache zwischen euch für immer vorbei ist. Ja, also wenn Gedanken auftauchen, dass es für immer vorbei ist,
ruhig. Ja, so wie gesagt, bei manchen Situationen schon, aber nicht immer. So kannst du entspannt an die Sache rangehen. Ja, und das, was du tun solltest, wenn du wieder den Connect zu ihm suchst, ja, wenn ihr wieder telefoniert, ja, wenn ihr wieder schreibt, naja, du kannst sagen, hey, lass uns treffen, lass uns eine Runde spazieren gehen. Ja, ich glaube, wir haben uns etwas zu sehr, die Emotionen haben sich zu sehr rausgeschaukelt und ja, sorry, wenn ich da ein bisschen über die Stränge geschlagen habe. Ja, und dann sagst du ihm Folgendes. Wenn du kommst, ja, zu mir oder zu diesem Treffpunkt, den ihr vereinbart, würdest du mir bitte einen Gefallen tun und Süßigkeiten mitbringen? Ja, irgendwelche Kekschen oder ein paar Bonbons oder was auch immer. Schau mal, bei dieser Methode geht es darum, dass du ihn dazu bringst, zu investieren in dieser Situation. Häufig in solchen Situationen, wo wir etwas falsch gemacht haben, denken wir, dass wir jetzt investieren müssen und der andere nicht. Und das ist falsch. Denn sobald du ihn dazu bringst, ein bisschen zu investieren, hey, ein paar Süßigkeiten mitzubringen vom Kiosk oder von der Tankstelle auf dem Weg zu dir, dann ist es so, dass er den Zugang zu dir völlig verändert. Ja, wenn er tatsächlich ein paar Süßigkeiten holt, ja, und Süßigkeiten ist auch etwas, was ihn eher in seine Kindheit zurückversetzt. Ja, er fühlt sich wieder so ein bisschen in diesem Kindheitsmodus und stellt fest, dass die Situation, also diese Emotionalität, gar nicht so schlimm ist, wie er gedacht hat. Das bedeutet, er geht von seiner Position ein bisschen weg und die Art und Weise, wie er das Ganze einordnet, verändert sich. Also bitte ihn, ein paar Süßigkeiten zu kaufen, mitzubringen. Das weckt in ihm den Kindheitsmodus und gleichzeitig auch den Beschützermodus. Ja, er kümmert sich ein bisschen um ihn. Und jetzt, ja, wo er ein bisschen investiert hat, betrachtet er die Situation auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, das können Süßigkeiten sein oder ein anderes Anliegen, ein anderer Gefallen. Wichtig ist, das ist etwas Kleines. Ja, nicht, dass, ja, hol mir mal einen neuen Porsche oder sowas, wenn du zu mir unterwegs bist. Ja, sondern etwas Kleines. Ja, dann dieser Move von ihm, selbst wenn du es einfach nur sagst, schon jetzt, ja, beginnt er sich von diesem Stress zu distanzieren. Und fokussiert sich, ja, seine Aufmerksamkeit fokussiert sich von diesem Stress weg, den ihr hattet und den damit verbundenen Kränkungen und fokussiert sich auf, ja, auf diesen Akt des sich um dich Kümmerns. Ja, eine ganz wichtige Methode, eine ganz wertvolle Methode, aber ganz, ganz wichtig. Sie darf nur ein- oder zweimal eingesetzt werden. Sonst bemerkt er die Manipulation dahinter. Ja, und zwar zwischen dem ersten und zweiten Mal müssen ganz, ganz große zeitliche Abstände zugegen sein. Ja, es geht also nicht darum, den Brand zu löschen, wenn die Bude schon fast abgebrannt ist. Klar ist es ganz wichtig, diese Dinge zu haben, ja, wie so ein Feuerlöscher oder die richtige Nummer aus drei Ziffern bestehen, die man sofort rufen kann, wenn sowas ansteht. Ja, jetzt im übertragenen Sinn auf die Beziehung gesprochen. Ja, aber es geht darum, vorher die Fehler zu meiden, die zu diesen Spannungen führen können. Ja, weil früher, in den früheren Beziehungen, haben Menschen zusammengehalten, wenn so etwas passiert ist. Ja, da gab es weitaus, die Frustrationstoleranz gegenüber solchen stressigen Momenten war weitaus höher, weil es Menschen beigebracht wurde seit ihrer Kindheit, dass Beziehungen etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Heute wird es den Menschen nicht mehr beigebracht. Und das ist das, warum wir heute sehr oft dazu neigen, schon bei den kleinsten Kleinigkeiten auf Distanz zu gehen, in eine gewisse Kampfposition und den Menschen schnell abzustempeln. Ja, und uns nicht mehr bemühen. Ja, das bedeutet, vor allem in der Anfangsphase der Kommunikation mit einem wertvollen Mann ist es enorm wichtig, diese Fehler zu meiden, weil sie, selbst wenn alles gut war, ja, aber in einer Situation, wo es nicht mehr stimmt,
dass er dich nicht dadurch definiert, was alles gut war zwischen euch, sondern dadurch, was nicht stimmt. Das bedeutet, es geht darum, diese Sachen zu vermeiden. Es ist ganz wichtig. Kleinigkeiten können sich stapeln, ansammeln. Und dann reicht als Auslöser so ein Kat oder als Katalysator so ein Vorfall oder irgendein Streit über irgendwelche Kleinigkeiten. Und ja, das sind oft Momente, wo viele Beziehungen aufhören zu existieren, noch bevor sie richtig angefangen haben zu existieren. Und auch in einer Beziehung kannst du diese Methode einsetzen. Und auch da ist es wichtig, Dinge richtig zu machen, Fehler nicht zu machen. Und wenn du weißt, was wirklich funktioniert, wenn du weißt, was du anwenden kannst, um diese Anziehung zwischen euch zu manifestieren, in Stein zu meißeln, ja, sodass Kleinigkeiten euch nicht mehr raushauen können. Und wenn du vor allem weißt, wie du mit Kleinigkeiten, mit diesen Streitigkeiten oder größeren Geschichten umgehst, dass sie keine Gefahr für deine Beziehungen mit wertvollen Männern darstellen, wenn du das lernen möchtest, dann bewirb dich jetzt zu meinem 90-tägigen Coaching, wo ich dir genau das beibringen werde. Für alle Phasen der Kommunikation mit genau den Männern, die dir gefallen. Von Anfang bis rein in die tiefste, glücklichste, ja, festeste, dauerhafteste Beziehung, die man sich vorstellen kann, die du nur dann erreichen kannst, wenn diese Momente, die davor folgen, wenn sie folgen, ja, das bedeutet, wenn du interessiert daran bist, diese Sachen zu lernen, dann bewirb dich jetzt zu meinem 90-tägigen Coaching. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video oder geh jetzt auf sergeylinz.de, füll das Formular aus und wir besprechen, in welcher Situation du bist. Vielleicht steckst du jetzt in einer kritischen Situation in deiner Beziehung. Vielleicht, ja, hast du zuvor eine Krise erlebt und jetzt möchtest du neu starten, aber ohne die Fehler aus der Vergangenheit wieder zu machen, die dich vielleicht nach einer gewissen Phase, wo alles gut ist, wieder rausschmeißen, ja, aus diesem Zustand und schon, ja, fängst du wieder bei Null an. Ja, damit dir das nicht passiert, lade ich dich ein, dich zu meinem Coaching zu bewerben. Und wenn du dieses Video nützlich fandest, hinterlass mir gerne einen Kommentar, hinterlass mir gerne ein Like, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Sergey Linz.